Moin Moin, Miro hier. Heute habe ich mal wieder was aus dem Auto für euch. Und zwar habe ich ja keine Heizung im Auto. Aber jetzt gegen Herbstanfang oder kurz davor werden die Nächte auch manchmal richtig kühl und auch die Tage. Und ich habe ja, wie soll man sagen, eine Notfallheizlösung. Das ist definitiv etwas, wo man dabei sein sollte, wenn es an ist. Und ja, definitiv nicht die sicherste Variante, das muss ich ganz offen sagen. Und man muss auch ein paar Punkte beachten, wenn man so ein Ding anhat. Aber ich habe mir so einen Heizaufsatz für den Kartuschengaskocher besorgt. Wie sieht das aus? Das ist so ein Aufsatz, den packt man einfach auf den Kartuschenkocher oben drauf. Und der besteht im Prinzip aus zwei Edelstahlelementen. Das Innere heizt sich sehr stark auf und gibt an das Äußere dann ebenfalls die Wärme ab. Und anstatt dass die Hitze einfach nur nach oben steigt, ist es halt so eine Art kleiner Heizpilz. So, jetzt ist schon eigentlich ganz offensichtlich, was das Problem ist. Die Luftzufuhr kommt von hier drin, die Gasabgase, die gehen nach hier drin. Das heißt, man sollte unbedingt Fenster und ja, andere Belüftungsmöglichkeiten einen Spalt offen lassen. Und jetzt würde man vielleicht meinen, dass das dann überhaupt nichts mehr bringt. Aber hier drin ist es gerade so warm, dass ich meine Luke hier oben ganz aufgemacht habe und trotzdem steigt die Temperatur im Auto noch. Ja, ich habe dieses Teil hier von Banggood bekommen. Ist also wieder eine Sponsoring-Geschichte. Kann man natürlich auch woanders kaufen. Ich denke, diese Teile sind genauso wie die Kartuschenkocher hier überall halbwegs baugleich. Ich habe dann auch mal geschaut und ja, das Teil, das Heizelement ist auch mit meinem anderen Kartuschenkocher kompatibel. Da passt es sogar noch ein bisschen besser. Aber insgesamt ist das jetzt eine ganz gute Notfalllösung für mich fürs Auto, allerdings nur für tagsüber. Ich würde vielleicht maximal abends damit das Auto einmal aufheizen und dann mache ich das Ding aber tunlichst wieder aus, denn man sollte auf keinen Fall damit schlafen. Das ist wirklich potenziell lebensgefährlich. Nicht ohne Grund steht auf diesen Kochern ja auch drauf, dass sie nicht in geschlossenen Räumen oder nur in gut belüfteten Räumen benutzt werden sollen. Für mich ist es für diesen Herbst und Winter auf jeden Fall trotzdem eine tolle Sache. Ich möchte nur noch einmal eindringlich davor warnen, benutzt das Ding wirklich nur, wenn ihr wach seid. Macht das Fenster ein kleines bisschen auf und seid eben dabei, während das Teil an ist. Auch ein gewisser Seitenabstand und Höhenabstand zu dem Kocher muss gewahrt werden. Ich wünschte auch, dass das bei dem Heizelement vielleicht irgendwo dabei stehen würde. Leider kommt das Ding aber einfach nur so einzeln. Mit dabei ist noch hier so eine kleine Zange, mit der man das heiße Element dann vom Kocher nehmen kann. Da ich das hier aber nirgendwo hinstellen könnte, werde ich jetzt ausmachen und dann einmal abwarten, bis das Heizelement abgekühlt ist. Super ist auf jeden Fall, ich spüre hier wirklich so einen richtigen Wärmeradius drumherum. Die Decke vom Auto ist nicht übermäßig heiß geworden, aber natürlich strömt die Hitze schon ein ganzes Stückchen nach oben. Ich würde sagen, so ein halber Meter Abstand zur Decke, der sollte schon gegeben sein. Zu den Seiten hin kann es auch ein bisschen weniger sein. Beim ersten Benutzen würde ich auf jeden Fall empfehlen, das nicht in einem geschlossenen Raum zu machen. Denn als ich den angemacht habe, ist erstmal ein bisschen Öl oder irgendetwas, was hier für einen Transport noch drauf war, verdampft. Roch auch nicht ganz so gut. Aber ja, nachdem das weg war, ging's. Das Edelstahlblech ist wirklich dünn und hatte sich beim Transport wohl auch etwas verformt, konnte ich aber ohne Probleme zurück. Mein Auto ist jetzt wirklich komplett warm. Das ging sehr, sehr schnell. Ich habe es vielleicht 10 Minuten angehabt und die Wärme bleibt auch auf jeden Fall eine ganze Weile erhalten. Also in geringerem Maße strahlt er immer noch. So, also das war's jetzt auch von mir. Das ist, wie gesagt, nur eine Behelfsmöglichkeit, eine Notfallheizmöglichkeit. Ich finde es aber trotzdem ganz praktisch, denn das bedeutet, ich brauche jetzt keine teure Heizung. Gut, das war's von mir. Grüße aus dem Norden.